Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie. Heute geht's in die Länge. Und zwar schauen wir uns das globale Einstellungsmenü in all seinen Punkten an. Letztes Mal haben wir sie schnell durchlaufend gemacht. Heute gucken wir uns an, was ist drinne, was bedeuten die einzelnen Sachen und was kann man da einstellen und warum sollte man das machen, warum sollte man es nicht machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten nach dem Intro. So, und wer jetzt wieder aufgepasst hat, weiß, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Beim letzten Mal bin ich gleich drauf eingegangen, weil ich nämlich gesagt habe, eigentlich kriegt ihr das angezeigt, wenn wir weiterkommen. Ich hätte das eigentlich aus dem Bild legen müssen. Das hättet ihr noch gar nicht sehen sollen. Aber wir sehen das heute und dann sehen wir es. Also fangen wir an in der langen Fassung. Ich habe jetzt viel Blödsinn gelabert, deswegen. Gut, wir fangen an mit dem ersten Punkt. Das ist das Online-Handbuch. Für jede Kamera von Lumix gibt es ein Online-Handbuch. Das ist sehr umfangreich und ich muss euch sagen, wenn ihr das nutzen wollt, ist es besser als jedes Buch, was ihr kaufen könnt. Aber, und das kommt das große Aber, in Büchern, die gekauft werden können, ich habe da auch eins, lernt man aus der Praxis. Also die Bücher werden ja von Leuten geschrieben, die die Kamera in der Hand hatten. Das ist zwar auch bei Panasonic so, aber es ist mehr die theoretische Seite. So, dann gucken wir mal. Also, als Online-Handbuch habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder lasst ihr euch die URL anzeigen, dann könnt ihr mit der die abschreiben oder kopieren oder wie auch immer und geht damit auf die entsprechende Seite. Oder ihr nehmt einen QR-Code. Das ist jetzt natürlich bei mir, obwohl er macht das gar nicht. Gut, normalerweise würde die Kamera jetzt sofort drauf anspringen. Tut sie aber nicht zum Glück. Wahrscheinlich wegen der App. Oder ihr wählt den QR-Code und geht dann darüber rein. Ihr könnt natürlich direkt auch auf der Seite von Panasonic gucken. Da findet ihr es dann auch. Aber das ist, so ist es schnell, wenn man unterwegs ist, ist das natürlich praktischer, weil dann kann man das Ganze hier im Display nachgucken. So, die Uhreneinstellung. Da ist natürlich klar, ihr stellt die Zeit ein, die ihr in da habt, wo ihr seid, also eure Heimatanzeige. Deswegen ist hier oben auch dieses Häuschen. Ihr könnt natürlich auch den Stil ändern. Sie können angeben, soll eine 24-Stunden-Anzeige sein, soll es eine AM- oder PM-Anzeige sein, soll Monat, Tag, Jahr, Tag, Monat, Jahr oder Jahr, Monat, Tag. Ich habe natürlich die europäischen Einstellungen gewählt, das heißt eine 24-Stunden-Anzeige und Tag, Monat, Jahr. Aber man sieht, das Ganze ist dafür gedacht, dass das natürlich eine weltweite Kamera ist. Man kann sie überall benutzen. So, gut. Das ist dann dazu zu sagen. Ihr könnt dann natürlich hier über die einzelnen Knöpfe, je nachdem, welches gerade vorne ist oder angeleuchtet ist, könnt ihr entsprechend den Punkt dann entsprechend bearbeiten. Bei mir passt das. Wobei die Kamera, ich sehe gerade, die Kamera geht 3 Minuten nach. Deswegen machen wir das jetzt so. Gehen wir rein. Okay, ist praktisch. Okay, habe ich gerade eingestellt. So, bei der Weltzeit, da habt ihr die Möglichkeit, den Ursprungsort, das ist natürlich dann die Zeit, die ihr eingestellt habt, wo ihr gerade seid. Oder an den Zielort. Das heißt, wenn ihr in Urlaub fliegt, könnt ihr hier dann eine neue Zeitzone einrichten und entsprechend dem dann angezeigt, wie die Zeit da ist, wo ihr hinfliegt. Ist praktisch, weil wenn ihr das dann eingestellt habt, dann wird euch angezeigt in den Bildern, in den Daten, die Geodaten, auch entsprechend die entsprechenden Anzeigen, weil die Bilder werden ja damit versehen. So, dann habt ihr ein Reisedatum, da könnt ihr von vorne weg schon mal einstellen, auf Set, könnt ihr einstellen, wann reise ich denn los? Könnt ihr das Datum einstellen? Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und ihr könnt, wenn ihr das Reisedatum eingestellt habt, dann könnt ihr hier unten den Ort einstellen und dann wird automatisch an diesem Tag
die auf die Ortszeit umgestellt. Das ist praktisch. Wenn man oft verreist, kann man das eingeben, spart man sich den Arbeit. So, das Wi-Fi. Da fängt jetzt das Ganze an zu suchen. Nein, stimmt gar nicht, die Wi-Fi-Funktion. So, da kann ich entweder sagen, ich möchte eine neue Verbindung. Ich möchte wählen Sie einen Zielort aus dem Verlauf oder wählen Sie einen Zielort aus den Favoriten. Ich habe hier schon meine Wi-Fi-Einstellung drin, deswegen werde ich die jetzt nicht ändern. Aber ihr könnt hier mehrere Zielorte einstellen. Und hier ist das Setup, das heißt, gibt es ein Passwort. Klar, habe ich auch eingestellt. Das könnt ihr natürlich auch ausstellen, ich habe es eingestellt. Ich rate euch auch, legt ein Passwort an und richtet es ein aus einem ganz einfachen Grund. Es ist sicherer. Sonst kann jeder drauf zugreifen und dann habt ihr nachher am Ende mehrere mehrere Handys, die auf eure Kamera zugreifen und das wollt ihr nicht, glaubt's mir. So, dann gibt's den Club, da könnt ihr ein Konto hinzufügen, die Nutzungsbedingungen lesen oder das Konto löschen. Soweit ich weiß, ist es so, dass Panasonic den Lumix Club eingestellt hat oder einstellen wird. Also, dass diese Funktion ist noch drinne, weil sie in der Kamera drinne war. Es gibt, glaube ich, auch keine neue Firmware oder ist zumindest jetzt nicht, dass ich wüsste, in der letzten Zeit eine neue gekommen. Und dadurch wird der Punkt wahrscheinlich auch drinnen bleiben. Ich denke aber mal, vielleicht kommt da noch was, dass das wieder rausgenommen wird. So, da habt ihr eine PC-Verbindung. Ihr könnt die Kamera auch mit dem PC verbinden natürlich. Damit sie dann im selben System arbeitet, habt ihr die Möglichkeit, den Namen der Arbeitsgruppe am PC. Im PC kann man ja Arbeitsgruppe einrichten, den Namen, damit dann das gleich alles in derselben Gruppe ist, gebt ihr hier drauf und dann könnt ihr das eingeben. Ich werde jetzt nicht eingeben, welche Gruppe, wie meine Gruppe heißt. Ihr solltet, müsst ja schon wissen, wie mein PC-Name, meine PC-Arbeitsgruppe heißt. So, dann kann man die Einstellung zurücksetzen. Das sollte jedem, denke ich mal, soweit klar sein, was damit gemeint ist. Nein, wir setzen das nicht zurück. So, dann haben wir den Gerätenamen. Damit kann man die SSD der Kamera ändern. Das ist wichtig, wenn ihr die Kamera mit dem Handy verbindet, weil wenn ihr dann ein Wi-Fi-Signal aufbaut, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil das Handy, mit dem sie verbunden ist, filmt die Kamera hier gerade. Dann wisst ihr, aha, das ist die Kamera von mir. Die könnt ihr individuell einstellen. Hier die ID, die hier drin ist, ist auch ist bei allen Kameras unterschiedlich. Nicht das vordere, sondern der hintere Teil. So, dann gibt es eine Funktionssperre, die kann man einrichten. Das mache ich nicht. Oder ich kann das Ganze abbrechen. Ihr habt eine Netzwerkadresse, die werde ich euch jetzt auch nicht zeigen. Weil sonst versuchen bestimmt einige Leute auf mein Netzwerk zuzugreifen, also beziehungsweise auf das Netzwerk der Kamera. So, das war das, was im Wi-Fi-Setup drin ist. Also ihr habt da eine ganze Menge Möglichkeiten, die Kamera für euer eigenes WLAN oder Wi-Fi entsprechend einzurichten. So, als nächstes haben wir dann den Signalton. Und zwar geht es dabei um den Auslöseknopf. Also wenn ihr hier vorne drauf drückt, was macht die Kamera dann für einen Ton? Ihr habt hier die Möglichkeit, den Ton auszustellen. Das ist dieser Piepton. Wenn ihr drückt und die Kamera was macht oder die Kamera was machen soll, was sie eigentlich in diesem Augenblick gerade nicht kann. Ist zum Beispiel, wenn ihr zu dunkel fotografieren wollt und die Blende und Belichtungszeit ist falsch eingestellt, dann macht die Kamera piep und zeigt das an. Das könnt ihr hier einstellen. Entweder könnt ihr es ausstellen, ihr könnt es leise machen lassen oder ihr könnt es laut machen lassen. Ich habe es auf leise eingestellt, passt. So, dann haben wir den Auslöseton. Den kann ich auch entweder ausschalten, dann macht keinen Auslöseton. Oder ich mache ihn an. Oder ich mache ihn ganz laut. Das habt ihr jetzt gerade mal gehört. Ich gehe jetzt nochmal gerade drauf. Ja, warte. Das war der leise. Und das war der laute. So, jetzt habt ihr es gehört. Und dann gibt es drei verschiedene Auslösetöne. Ich gehe jetzt mal die einzelnen durch. Das ist der erste. Das ist der zweite. Und das ist der dritte. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das bei Vorbereiten dieses Videos gemerkt, dass es da drei Töne gibt und habe den dritten jetzt eingestellt, weil ich den irgendwie besser finde. Gut, so. Das war also der Signalton.
Ist nicht immer gut, wenn man den einstellt, aber man kann ihn über das Quick-Menü, das hatten wir das letzte Mal ja gesehen, auch ausschalten. Dann kann man jetzt Lautlos-Modus schalten und dann ist auch dieser Ton weg. So, dann haben wir den Live-View. Beim Live-View ist damit gemeint, mit welcher Wiederholfrequenz wird das Bild aktualisiert, was ihr hier auf dem Display seht oder hier oben im Sucher. Da merkt ihr schon gerade wieder, ich habe wieder den Sucher nicht ausgeschaltet. Guck, das passiert, wenn ihr es nicht einstellt, dann geht das Bildschirm aus. So, ihr könnt das entweder auf 30 Bilder pro Sekunde oder auf 60 Bilder pro Sekunde. Oder wie es hier jetzt steht, Frames per Second. Bevor jetzt wieder einer kleine Erbsen zählt und sagt, da steht aber FPS, nicht BPS. Und das hat damit zu tun, die 30 Bilder, wird im Allgemeinen gesagt, das Auge kann nicht mehr als 30 Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Das ist völliger Unsinn. Das Auge nimmt die Bilder wahr, die es sieht. Wenn ein Tiger auf euch zuspringt oder eine Katze oder ein Vogel mit voller Geschwindigkeit auf zufliegt, garantiere ich euch, euer Auge sieht mehr als 30 Bilder pro Sekunde, weil der Vogel sich einfach oder das Tier sich einfach zu schnell bewegt. 60 Bilder pro Sekunde ist ja natürlich das Doppelte, klar, und macht ein wesentlich flüssigeres Bild. Ist zum Filmen ganz gut geeignet, vor allen Dingen, wenn ihr auch auf 60 Bilder pro Sekunde aufnehmt. Dann solltet ihr das auch entsprechend eingehen, damit ihr nicht euch wundert, wieso sieht das Bild, was ich aufgenommen habe, anders aus der Film als das, was ich gesehen habe. Aber es soll jeder selber wissen. Klar ist, dass bei 60 Bildern pro Sekunde natürlich mehr Kapazität aus dem Akku gezogen wird. So, gehen wir zum Monitor über. Da seht ihr jetzt ein schönes Bild, das ich gestern als Spielerei aufgenommen habe. Finde ich sehr gut. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, kann ich euch sagen, das ist meine Tastatur. Die habe ich aufgenommen und habe ganz schnell ganz langsam das bewegt, während es belichtet hat. So, also in dem Einstellungsmenü vom Monitor könnt ihr die verschiedenen Sachen einstellen. Ihr könnt die Helligkeit einstellen, ihr könnt den Kontrast einstellen, ihr könnt die Sättigung einstellen, ihr könnt den Rotton einstellen, ihr könnt den Blauton einstellen. Das ist all das, was ihr einstellen könnt. Ja, ihr müsst aber bitte eins bedenken. Wenn ihr hier zu sehr verändert, wird das nicht aufs Bild übertragen, sondern es ist nur das, was ihr auf dem Monitor oder hier unten oder hier oben seht. Nicht das, was die Kamera aufnimmt. Und wenn ihr hier zu viel rumspielt, dann habt ihr hier vielleicht ein tolles Bild im Monitor, nehmt das auf, zu Hause guckt ihr es euch am Computer an und denkt, oh Gott, was ist denn das? Das habe ich doch gar nicht so aufgenommen. Ist ja auch klar, kann ja auch gar nicht aufgenommen worden sein, weil schließlich und unendlich ist es ja so, dass ihr dann nicht das aufgenommen habt, was ihr gesehen habt, sondern was die Kamera sieht. Genau, so. Die Monitorhelligkeit. Da gibt es die Möglichkeit einzustellen, wie hell ist der Monitor. 3 ist dunkel, 2 ist etwas heller und 1 ist ganz hell. Oder ihr macht es automatisch. Dann regelt die Kamera je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Wenn ich rausgehe, mache ich meistens auch automatisch, damit ich nicht immer hin und her spielen muss. Hier zum Aufnehmen ist das Helle am besten geeignet, obwohl ich manchmal jetzt glaube, das stimmt gar nicht mehr so, aber lassen wir es so. Wenn das Lichtverhältnis sich ändert, dann seht ihr trotzdem alles gut und das ist das, was wichtig ist. So, dann gehen wir in den Sparmodus. Im Sparmodus habt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, was die Sparfunktionen angeht, wenn ihr die Kamera dauerhaft eingeschaltet habt. Das frisst natürlich Akku, klar, nicht viel, kann ich euch sagen. Also ich hatte die Kamera schon mit dabei, beispielsweise im Berliner Zoo, und da hatte ich die gesamte Zeit durchweg an und musste zwischendrin nur einmal die Akkus wechseln. Liegt aber auch an einem Zusatzgerät, was ich habe, und trotzdem kam ich mit den 3 Akkus, die ich habe, den ganzen Tag über hin, obwohl die Kamera dauerhaft eingeschaltet war. So, der Ruhemodus heißt, wenn nach 5 Minuten, wenn nichts passiert, wenn ich keinen Knopf drücke, keinen Schalter umlege oder sonst irgendwas, wird die Kamera nach 5 Minuten ausgeschaltet. Den Ruhemodus für den Wi-Fi habe ich ausgeschaltet. Ich kann ihn einschalten, aber ich gehe erstmal den Ruhemodus an, was ihr da für Möglichkeiten habt. Ihr habt die Möglichkeit zwischen 1 und 10 Minuten. 1, 2, 5, 10. Die könnt ihr einstellen.
Und ich habe es auf 5 gemacht und das ist auch, finde ich, so in Ordnung für mich. 10 Minuten wäre mir schon zu lange. Wenn ich es einfach mal vergesse nach 5 Minuten, reicht praktisch gut. So, den Ruhemodus für den Wi-Fi könnt ihr einschalten oder ausschalten. Ich habe ihn ausgeschaltet, weil wenn ich die Kamera verbunden habe, möchte ich, dass sie verbunden bleibt mit dem Handy, weil ich meine Geodaten aus dem Handy ziehe. Und es wäre blöde, wenn dann die Kamera zwischenzeitlich den Ruhemodus einschaltet für das Wi-Fi. Und deswegen lassen wir das so, genau. So, dann haben wir den Suchermonitor aus nach 1, 2 oder 5 Minuten. Ich habe auch da auf 5 Minuten gestellt. Das heißt, es bleibt alles 5 Minuten an, wenn ich es nicht von mir aus ausschalte. Und genau wie die Kamera. Heißt, alles geht automatisch ein und aus. So, dann der Energiesparmodus für den Sucher ist da für Sucheraufnahme. Das heißt, kann ich einstellen auf 3, 5 oder 10 Sekunden. Das heißt, der Sucher schaltet sich nach einer gewissen Zeit aus, wenn ich die Sucheraufnahme nicht nutze. Das ist aber unsinnig, weil ich will ja dauerhaft, dass das eingeschaltet bleibt und nicht plötzlich ausgeht, wenn ich das Bild noch gar nicht ausgelöst habe. Genau. So. Ich habe es auf off. Das ist für mich, finde ich, auch die beste Einstellung. So, dann haben wir den Sparmodus auch erledigt. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, für den ich das Zusatzteil mit drin habe, nämlich die Akku priorisieren. So, und zwar sagen sich jetzt viele, Moment mal, in der Kamera ist doch hier unten nur ein einziger Akku drin. Ich kann es mal aufmachen, da passiert nämlich gar nichts. Richtig. So, da ist der Akku drin. Das stimmt schon, da ist nur ein Akku drin. Aber ich habe ja hier unten dieses Feld. Ich das mal abmache. Ja, nee. Na, geht jetzt. Doch, komm jetzt eher. Ich mach's ab und lasse es ab. So habt ihr hier Kontakte. Und darüber kann ich ein Zusatzgerät einbauen. Und da ist das hier. Das ist ein sogenannter Batteriegriff. Das ist ein so tolles Teil. Und zwar habe ich hier nicht nur verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie Lock, dass ich das Ganze dann auch im aufrechten Modus benutzen kann. Oder habe hier die Einstellräder, die ich auch auf der Kamera habe, und ein FN-Taste, sondern ich habe hier unten auch die Möglichkeit, einen zweiten Akku zu benutzen. So, über diese Kontakte, die stimmen mit denen auf der Kamera unten überein, werden die Daten übertragen. Hier kann ich dann diese Matte, die ich gerade aus der Kamera ausgemacht habe, sicher verwahren. Und das sorgt dafür, dieser Knopf sorgt dafür, dass das Ding nicht verrutscht. Da gibt es ein Gegenstück unten an der Kamera. Und das hier ist das normale Gewinde für das Stativ. Das kann ich dann aber auch, das benutze ich, um dieses Ding, um den Batteriegriff an der Kamera zu stabilisieren. Dafür habe ich dieses hier. Und ich habe hier unten noch eine Schnellwechselplatte für mein Stativ. Das habe ich dran gemacht. Stört nicht, hier kann ich noch eine Halterung dran machen, damit ich es umhängen kann. So, und hier, wenn ich den dran habe und habe da einen Akku dran, kann ich hier sagen, welcher der Akkus soll bitte verwendet werden. Es ist natürlich unsinnig zu sagen, priorisiere mir den Akku in der Kamera, weil wenn der Akku in der Kamera leer ist, ich habe 3, wie gesagt, musste ich den Batteriegriff wieder abschrauben, um ihn dran zu kriegen, weil der Batteriegriff kommt ja hier unten dran. So, wenn ich den Batteriegriff dran habe, den Batteriegriff priorisiert, weil da komme ich auch dran, hier, wenn der Batteriegriff unten dran ist. Und das ist wirklich gut, weil da kann ich trotz, dass die Kamera an ist, die Batterie austauschen. Sobald ein neuer Akku in dem Batteriegriff drin ist, wird sofort auf den Batteriegriff umgeschaltet und ich habe wieder einen entsprechend vollen Akku. Was ist noch interessant an dem Batteriegriff? Er macht aus dieser Kamera wirklich eine wuchtige Kamera. Die ist jetzt schon nicht klein, aber mit dem Ding ist sie noch größer. Und von Ferne kann sie, glaube ich, wirklich nur ein Profi, der weiß, was er da vor sich hat, unterscheiden, ob das eine Vollformatkamera ist oder nicht. Gut, weiter. Nächster Punkt. Den USB-Modus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Verbindung wählen. Man kann das Ganze mit einem Drucker verbinden, wenn dieser Drucker Picture Bridge unterstützt.
und man kann es mit einem PC verbinden. Fragt mich jetzt bitte nicht, ob dann die Kamera auch in der Lage ist, als Webkamera genutzt zu werden, ohne dass da zwischen eine Capture Card ist. Dieser Gedanke kam mir gerade. Und ich garantiere euch, in der nächsten Folge von der Kamerasachen, von den Kamerasachen, werde ich euch berichten, ob das funktioniert. Ich werde es ausprobieren. So, den TV-Anschluss. Da ist klar, die Video kann ich über den HDMI-Modus Wiedergabe, das ist nur für die Wiedergabe, wenn ich das Gerät über den HDMI-Anschluss, der hier ist, an einen entsprechenden Fernseher anschließe, kann ich hier entscheiden, soll der automatisch wählen, was ich für einen Modus benutze, oder kann, ist es ein 4K-Fernseher, ist es ein 1080p oder ein 1080i-Bildschirm. Ja, je nachdem, was man hat, benutzt man es. Bei mir würde ich auf 1080p nehmen. Ich gebe ganz ehrlich zu, was den Fernseher angeht, bin ich denkbar unterbesetzt. Ich habe nur ein Full HD. Und das auch nur, weil er benutzt wird für meinen Mann als Monitor. Weil bei uns wird so gut wie kaum Fernsehen geguckt. Und wenn, gucken wir bei uns an den PCs. So, dann haben wir die Infoanzeige. Ist die ein- oder ausgeschaltet? Bei der Aufnahme muss jeder selbst entscheiden. Ich schalte es jetzt mal auf aus, obwohl es auch eingeschaltet war. Ich schalte es auf aus, habe ich gesagt. Gut, so, dann habe ich eine 3D- oder eine 2D-Wiedergabe. Das kommt natürlich auf das Material, was man aufgenommen hat, wie plastisch man es darstellen will, ob der Fernseher das natürlich auch kann. Genau, und der Viera-Link, das bezieht sich auf Fernseher, die diese Möglichkeit besitzen. Soweit ich weiß, ist das eine Erfindung von Sony. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, deswegen nagelt mich da nicht fest. Und die funktioniert auch nur, wenn man sie entsprechend eingeschaltet. Also wenn der Fernseher es entsprechend unterstützt. So, Menü fortsetzen. Heißt, wenn ich eine Menüeinstellung vornehme, soll das Menü an derselben Stelle wieder einsteigen oder nicht? Oder soll es immer von Anfang an bleiben? Ich habe es auch ausgestellt, weil ich mir meine Einstellungen immer selber suche. Ich brauche nicht immer die gleiche Einstellung. Manchmal ist es ganz praktisch, das einzustellen. Weil wenn man das einstellt und, ja, wie soll ich sagen, ihr schaltet was im Fotoaufnahmemenü um und wollt das aber nur kurzzeitig umschalten, dann ist es natürlich einfacher, wenn ihr wieder ins Menü reingeht und seid gleich an derselben Stelle. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob das eine praktische Idee ist oder nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt es ein- oder ausschalten, ich habe es ausgeschaltet. Weil ich, wie gesagt, weiß, wo meine Einstellungen sind und dann entsprechend dann agieren kann. So, die Hintergrundfarbe, die bezieht sich auf das, was hier im Display ist oder hier oben im Sucher, wenn ihr im Menü seid. Ihr könnt das von einem dunklen Grau, das ist so die Standardfarbe, wenn ihr die Kamera bekommt, über ein etwas helleres Grau, über ein sehr verwaschenes Grau, Steingrau, ich würde schiefer sagen, bis zu diesem Gelb. Dieses Gelb, ich finde, das bringt den Kontrast am besten hervor oder das Dunkle. Das Dunkle, das fand ich jetzt nicht so toll, deswegen habe ich das beibehalten. Und ich finde das auch mit die schönste Farbe hier, also ist meine Meinung. So. Dann Menüinformationen. Ein- oder ausschalten. Was ist damit gemeint? Das, was hier oben durchläuft. Die könnt ihr entweder einschalten oder ausschalten. Wenn ihr sie ausschaltet, dann läuft da oben nichts mehr durch. Ich lasse sie eingeschaltet. Manchmal ist es nämlich ganz praktisch zu wissen, was hat man da gerade vor sich. Bin ich auch im richtigen Menü. Genau. So, die Sprache. Wir haben hier 5 Sprachen. Also ihr seht, das sind, wenn man das sieht, 4 Sprachen pro Seite. 12 Sprachen kann die Kamera darstellen. Englisch ist natürlich klar. Das sind auch Sachen, die ihr einstellt, sobald ihr das Grundsetup macht. Wir haben Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch. Das dürfte Tschechisch sein. Und dann fängt es bei mir auch schon wieder an zu hapern. Da haben wir Griechisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch. Ich könnte jetzt gemein sein und könnte jetzt Japanisch einstellen. Ich würde es verstehen und würde es lesen können. Mein Mann, der hin und wieder auch mal für mich Sachen mit der Kamera macht, wenn er denn möchte, der würde dann da stehen. Hä? Deswegen, nein, so gemeint sind, bin ich. Wir bleiben beim Deutschen. Genau.
So, die Firmware-Anzeige. Da wird mir angezeigt, was, ganz klar, es wird mir angezeigt, was hat das Gehäuse für eine Firmware und was hat das Objektiv für eine Firmware. Ja, auch das Objektiv hat eine Firmware. Und dort werden zum Beispiel veränderte Spiegeleinstellungen. Da sind ja Linsen drin. Und diese Linsen kann man verschieden einstellen. Und wenn ich hier jetzt dran drehe, verändern sich die Spiegel. Beziehungsweise die Linsen. Und das wird über diese Firmware gemacht. Und das ist auch für die Kommunikation wichtig. So, das sind die aktuellen. So, wenn ich jetzt da drauf klicke hier, dann kriege ich angezeigt, was ist da gemacht worden. Dann kann ich das ändern. Und gut ist, aber das sind auch beides die derzeit aktuellen Fassungen. Wie gesagt, ich gucke regelmäßig auf der Seite von Panasonic nach, ob es da neue Versionen gibt. Die letzte gab es eine neue Version für mein Telezoom. Das habe ich auch gleich drauf gespielt. Ihr müsst ja immer darauf achten, dass ihr auch die richtige gerade bei den Objektiven von Panasonic die richtige Firmware wählt, weil es gibt durchaus Objektive, die fast die gleiche Bezeichnung haben, aber dann nicht dieselbe Firmware benutzen. So, die Reset-Belichtung Ausgleich. Das ist, wenn ich hier oben die Belichtung verändere und drücke hier, habe das hier auf ein, dann wird jedes Mal, wenn ich die Kamera ausschalte, die Belichtung zurückgesetzt. Manchmal praktisch, nicht immer. Ich mag es nicht. Ich möchte gerne, dass ich weiß, ich habe die Kamera unter diesem Punkt ausgemacht und so schalte ich sie auch wieder ein. Und deswegen lasse ich das so drinnen. Genau. Ah! Das ist jetzt wieder der typische Dings. Ich habe anstatt auf die Taste zurückzudrücken, habe ich auf die Ding, auf die hier unten drauf zu drücken, habe ich hier drauf gedrückt. Okay, also nur mein Reset. Das ist ganz einfach. Hier drin ist ja die Speicherkarte drin. So, dann werden die Bilder durchnummeriert. Und zwar nicht nach der Zahl der Bilder, die auf der Speicherkarte sind, sondern wie die Kamera die zählt. Das heißt, immer 100 Bilder werden in einen Ordner gespeichert, sind die 100 Bilder fertig, kommt neuer Ordner und so weiter und so weiter. Oder sind es 1000? Formatiert ihr die Karte, dann kommen wir gleich dazu, dann wird beim nächsten Mal nicht bei 1 angefangen, sondern wenn ihr 1000 Bilder drauf hattet, wird dann bei 1001 angefangen oder bei 1050, wenn ihr 1049 vorher drauf hattet. Das könnt ihr hiermit zurücksetzen, dann fängt die Kamera wieder bei 1 an. Ist manchmal auch ganz praktisch, aber nicht immer. Vor allem, wenn ihr die Bilder dauerhaft auf dem Computer speichert oder vielleicht auch noch alles im selben Ordner, dann kommt es zu Konflikten. Und wenn man auf den falschen Knopf dann drückt, bei der Abfrage, soll ich das überschreiben, habt ihr ganz schnell wichtige Bilder verloren. Was die Bilder angeht und das Sichern, da gehen wir demnächst auch mal drauf ein. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen, die man beachten sollte. Genau. So. Das war das nur mein Reset. Das hatten wir, wie gesagt, ich mache das jetzt nicht, weil sonst kriege ich Konfliktprobleme mit der Kamera. So, Reset. Wenn ich jetzt da drauf klicke, heißt das, wie es hier schon steht, Aufnahmeeinstellungen werden zurückgesetzt, außer Gesichtserkennung und Profileinrichtungen. Damit wird die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Überlegt euch das gut. Wenn ihr mal ein Problem habt mit der Kamera und etwas nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr das zurücksetzen, müsst aber dann auch alles wieder richtig von vorne einstellen. Deswegen machen wir jetzt hier Nein. Wir machen hier auch Nein. Wir machen hier ein Nein, weil wir wollen keins der Resets machen. Wie gesagt, ihr könnt verschiedene Reset-Möglichkeiten, die ihr habt. Wir gehen sie doch nochmal durch. Also das ist die Aufnahmeeinstellung, das sind die Gesichts- und Profileinstellungen. Und das ist das Reset des kompletten Setups. Also das ist der die Werkseinstellung zurücksetzen. Drücke ich jetzt hier Ja, ist die Kamera wieder, als hätte ich sie gerade gekauft. So, die Einstellungen, das Wi-Fi zurücksetzen, braucht man im Allgemeinen normalerweise nicht, weil man bleibt ja meistens im selben Wi-Fi-Netz mit dem Handy. Ist dann interessant, wenn ihr mehr feststellt, da ist irgendjemand Fremdes in meinem System oder ihr kriegt ein neues Handy und macht eine neue Verbindung. Dann solltet ihr das auch zurücksetzen, damit ihr das neu verbinden könnt.
Ansonsten braucht ihr das nicht. Natürlich, bei einer Sache ist es noch ganz wichtig, da solltet ihr aber auch das normale Reset vorher auslösen. Und zwar, wenn ihr die Kamera verkauft, das Gehäuse verkauft, setzt alles zurück, sonst könnten die Neubesitzer gute oder böse Überraschungen übernehmen. Und am Ende vielleicht auch nur ihr. Das ist nicht Sinn der Sache. So, Pixel Refresh heißt, macht ihr Bilder und immer wieder ist im Sucher oder auf dem Display irgendwo was nicht. Da ist was drin. Farbpunkt wird nicht richtig angezeigt. Und immer dasselbe. Dann könnt ihr den Pixel Refresh einmal auslösen. Ich gehe mal drauf. Und dann wird geguckt, dass der Pixel wieder neu eingelesen wird. Das kann helfen, kleinere Defekte zu umgehen. Sollte man aber nur machen, wenn es unbedingt nötig ist. Gleiches gilt für die Sensorreinigung. So. Den Sensor müsst ihr hin und wieder reinigen. Und zwar aus einem einfachen Grund, wenn ihr viele Objektive habt. Ich habe jetzt ja 4 Stück. Und ich klicke hier drauf, mache die ab und mache ein neues drauf und mache das zum Beispiel draußen. Kommt Staub. Deswegen sollte man das habe ich bis jetzt ab und zu mal nicht gemacht. Ich ärgere mich dafür. Ich glaube auch Besserung. Wenn ihr das Objektiv wechselt, schaltet die Kamera aus und drückt einmal kurz den Auslöseknopf, um die Restenergie auf dem Sensor wegzumachen, also ihn zu entladen, damit er, wenn ihr das Objektiv abschraubt, keinen Staub anzieht. Solltet ihr aber feststellen, dass ihr fotografiert und es kommen immer wieder Fehler in das Bild, die da nicht hingehören, und zwar immer an derselben Stelle, dann solltet ihr mal den Sensor reinigen. Aber macht das nicht zu oft. Das ist nicht gut für den Sensor. Wenn es überhaupt nicht weggeht, nehmt entweder ein Reinigungsstäbchen, dafür, die kann man im Internet kaufen, bei einem großen Online-Händler, den wir alle kennen, zum Beispiel, oder im Fotofachhandel. Aber ihr könnt auch im Fotofachhandel durchaus mal hingehen und sagen, hier, ich glaube, da müsste der Sensor mal gereinigt werden, könnt ihr das machen. Das kostet ein paar Euro, ist es aber wert, denn wenn der Sensor mal wirklich kaputt ist, dann ist die Kamera hinüber. Und das ist schade, weil die meisten Kameras nicht gerade günstig sind. Ich mache jetzt nein, weil ich will es nicht machen und gut ist. So. Den künstlichen Horizont angleichen kann man ändern, künstlicher Horizont anpassen, auf eine horizontale Linie ausrichten. Klar, steht ja auch hier. Dann OK drücken, dann wird der Sensor kalibriert dann den künstlichen Horizont wieder. Muss man aber auch nicht allzu oft machen, nur wenn man feststellt, dass ich so halte und das Bild kommt so raus, dann stimmt irgendwas nicht. Und künstlicher Horizont zurücksetzen. Klar, wenn ihr das da drauf klickt, dann soll die Einstellung, die ihr gemacht habt, zurückgesetzt werden. Manchmal geht man hin, genau, so soll ich es erklären. Damit stellt ihr es wieder zurück. So, und wenn ihr das jetzt hier ändert und sagt so und jetzt dick, dann macht er den Horizont schief. Und das heißt, wenn ihr dann die Kamera gerade haltet, wird alles schief aufgenommen. Ist je nachdem, was man aufnehmen will, manchmal ganz lustig, aber nehmt lieber die Gitternetzlinien. Ist einfacher. So. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Demo-Modus. Wenn ich hier draufklicke, sagt an, dann springt die Kamera in einen Demo-Modus. Das heißt, auf dem Display werden Demonstrationen für die Kamera abgespielt. Ist dafür gedacht, wenn man im Laden ist und entsprechend da die Kamera ausstellt und sagt, dann kann man den Leuten schon mal sehen, was die Kamera kann, dann machen die das an. Genau, so. Ich habe es auch auf, weil ich will die Kamera ja benutzen und nicht im Demonstrationsmodus ausführen lassen. Genau, so. Format, auch ganz klar. Drücke ich hier drauf, wird die Speicherkarte formatiert. Alle Bilder, die da drauf sind, sind weg. Wird mir auch angezeigt, alle Daten auf der Speicherkarte löschen. Ja, nein, ich klicke jetzt auf Ja und dann kriege ich Ärger. Da sind nämlich schon ein paar Bilder drauf, die ich noch nicht gesichert habe. Auf Nein. Und dann ist alles gut. Okay, so, das war das Menü. Nächstes Mal gehen wir zum Wiedergabemenü. Das machen wir das nächste Mal. So, Kamera mal aus. Wir schalten wieder um auf mich. Ja, auf mich. So, machen wir die Kamera aus. Kann das Handy sich jetzt erstmal erholen? Nicht entholen, erholen. So, genau.
So. Ja. Das war also der lange Modus heute in dem Einstellungsmenü der globalen Einstellungen. Auch wieder viele wichtige Dinge, die man aber eigentlich nur ein einziges Mal einstellt und dann hat man sie und nutzt das Menü so gut wie gar nicht mehr. Höchstens mal fürs Formatieren, wenn man eine neue Speicherkarte hat oder eine alte Speicherkarte neu formatieren will. Ich habe insgesamt 4 und die wechsle ich auch hin und wieder aus, aber nur auf längeren Sessions. Wenn ich unterwegs bin und merke, ich wechsle von einem Ort zu einem anderen und möchte diese Bilder nicht in dem allgemeinen Dross untergehen lassen, dann nehme ich eine neue Speicherkarte. Mittlerweile gibt es auch Kameras, die haben 2 Speicherkartenfächer. Das ist natürlich noch praktischer. Erstens mal kann man dann die Bilder A zum Beispiel spiegeln. Das heißt, man hat 2 Sicherungen. Wenn eine Speicherkarte kaputt geht, ist die andere noch da und die Bilder sind erhalten. Und habe ich es wieder mit meiner Nase. Und das zweite ist, man hat mehr Speicherplatz drauf. 128 ist bei der Lumix G81 das größte, was reingeht. Mehr passt nicht. Dann darüber hinaus werden die Karten zwar erkannt, aber nicht immer hundertprozentig genutzt und das ist unsinnig. Deswegen, ich habe 2 128er und eine und 2 64er, die reichen für mich aus. So viele Bilder habe ich jetzt noch gar nicht gewechselt. Ich habe die meisten Bilder waren jetzt, als ich in Berlin war. Demnächst werde ich mal Bilder aus der Umgebung hier aufnehmen wieder, beziehungsweise aus den Mahlen Gebirge. Und da melde ich mich mit meinem Mann mal hin. Die werde ich dann vielleicht auch mal zeigen. Genau. So. Was bleibt mir dann für heute noch zu sagen? Natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, wäre nett. Wenn ihr Anregungen, Kritik, etwas habt, was euch nicht so gut gefallen hat, oder Ideen habt, was wir mal angehen könnten, unten in die Kommentare. Es muss sich nicht nur auf die Kamera beziehen oder nicht nur auf die Kunst beziehen, es kann sich auch auf ein Spiel beziehen, wo ihr sagt, das musst du dir mal angucken. Spiel das mal an oder ich habe das und das Thema, können wir darüber mal vielleicht reden, möchtest du darüber mal was dazu sagen, was ist deine Meinung zu der Sache? Alles unten in die Kommentare, perfekt. Wenn ihr mir noch auf anderen Kanälen folgen wollt, wie zum Beispiel Twitch, wo das Ganze jetzt hier gerade aufgenommen wird. Auch unten in der Videobeschreibung sind alle Kanäle verlinkt, draufklicken, mal besuchen. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, Instagram, ich sorge dafür, dass da endlich mal was anderes hochkommt, als nur die Anzeigen meiner neuen Videos. Ich gelobe Besserung. Ja. Ansonsten, Abo-Button, Glöckchen, kennen wir ja. Bleibt kreativ und tschüss!